Willkommen zurück zu Titanfall 2, Season 2. Wir spielen heute mal nicht Todgeweiht Nitro oder Todgeweiht einfach nur. Nitro heißt es nur, weil es, glaube ich, doppelte XP sind. Wir spielen was anderes. Wir spielen Piloten gegen Piloten, Capture the Flag, verstärkte Hardpoint, Kopfgeldjagd oder Materialschlacht. Mir egal, los geht's. Dürfte ja relativ schnell ein Spiel gefunden sein. Wir haben ja 5 Modi drin. Mal schauen, wer davon rankommt. Mir wäre jeder halt lieb. Last Titan Standing ist nicht so meins, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so sehr. Ist zwar bestimmt ganz cool, aber Am meisten mag ich halt, wenn er noch Kopfgeld jagt. Wir spielen Piloten gegen Piloten auf Kriegsspiele. Das ist auch eine Map, die ich noch nicht kenne. Ist auch eine der DLC-Maps. Die kommen häufiger ran, als ich dachte. Ist jetzt nichts Schlimmes. Auch nichts überaus Positives, weil es sollen ja noch andere Maps kommen. Aber gut, wir suchen ja mal eine neue Lobby. Ne? Ist halt ein bisschen doof. Hey, ich spiele mal Piloten gegen Piloten. Was ist denn das jetzt? What the fuck? Aber cool, mal eine andere Startsequenz so. Keine Titans diesmal. Schalten Sie die Feindpiloten aus. Okay, jetzt sind wir einfach hier. Okay. Die kommen auf jeden Fall öfter dran als die Black Ops 3 Map. DLC-Map. Also gar nicht eigentlich. Also die ja gar nicht vorkommen. So, da ich die Map nicht kenne. Muss mal gucken, wo die hier gespawnt sind. Und muss allgemein mal gucken. Nein! Bleibt der jetzt stehen? What the fuck? Okay, da muss ich jetzt hin kurz. Nee, habe ich leider nicht abgesnackt. Schade. Da drinnen, die kümmern sich schon drum. Bin ich jetzt in derselben Lobby? Da war doch gerade einer, der hieß Gamer 5, oder? Immerhin habe ich ihn noch. Nee, ist aber eine andere Lobby. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, schieß aus der Hüfte, ja. Naja. Ich bin auch im Nahkampf sehr vorsichtig. Merkt man vielleicht. Ah, da gerade einer, oder? Oh, da hinten ist ein Diamant, das heißt, es sind viele. Hab mich grad schon gewundert. Ach, verdammt, Small Paper. Small Paper Gun? What? Den kennen wir doch, den Small Paper Gun. Und diesen Pluto Rundung kennen wir auch. What the fuck? Das sind die doch aus der letzten Folge. Penner gehört mir. Ah, fuck. Small Paper Gun mal wieder. Small mit einem L. Jetzt habe ich einen zweit. Ah, die Automatik. Nee, ich will die leveln. Ach komm, Satsuki. Sie liegen nur knapp in Führung. Das schaffen wir. Oh, da war einer. Ist er nicht. Ja. Danke, den habe ich mir geholt. Den habe ich mir nicht geholt, aber immer ein Assist. Oh, nein! Was? Warum hat mein Radar nichts gezeigt? Oder hat's was gezeigt? Ich hab's nicht gesehen. Fuck. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Nein, ich komm nicht ran. Okay. Der Typ geht mir auf die Eier.
Du kleiner Schmock. Oh. Das ist ein Witz. Der hat mit einer Brandgranate mich noch gekillt, glaube ich. Ach, Mann. Ich brauche noch 6 Kills. Dann bin ich Level up. Komm. Wo ist der? Ich hab den gesehen, aber ich wollte den anderen unbedingt haben. Mann, das gibt's doch gar nicht. Nö, nicht mit mir, ey. Nicht mit mir. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Halt von hinten irgendwo, aber... Die Map ist sehr verwinkelt. Stand da ein scheiß Geschütz. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Das war so abgrundtief schlecht. Oh, das war nicht mal... Ach Gott, nee, das war richtig schlecht. Eieieiei. Ja, immerhin einen mal wieder, ne? Immerhin. So, gib mir verstärkte Waffen. So, Röntgenblick. Die Impulsklinge ist jetzt Röntgenblick da. Ja, moin. Oh. Gott sei Dank, kill den jetzt, Alter. Und mit Alter meine ich nicht. Kill den jetzt, jawohl. Ja, endlich. Noch 3 Kills, komm. Die schaffe ich noch, hoffentlich. Hoch da. Jawohl. Jawohl. Okay, das war gerade ein guter Run in dem Leben. Das war gerade sehr gut. Immer ein Assist. War ja wegen der letzten Folge nochmal angeschnitten, wegen WW2. Ich bin mir auch wegen der Beta sehr unschlüssig, muss ich sagen. Wegen der Private Beta, also vorbestellen. Weil, nee, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin jetzt skeptisch geworden. Jetzt habe ich gerade die verstärkten Waffen. Boah, ey. Habe ich den Bonus vielleicht noch? Nee, natürlich nicht. Ihr könnt mir das bestimmt... Ihr glaubt mir das bestimmt, dass ich da sehr vorsichtig geworden bin. Weil an sich war ja Dingens gut. Infinite Warfare ist ja auch immer noch gut. Oder besser gesagt, einfach besser geworden. Oh, Niederlage ist nicht gut. Ankunft, okay. Schnell zurück. So, der ist schon mal weg, der Penner. Immerhin habe ich 2 mitgenommen. Das ist doch gut. Gucken den einfach mal zu da. Komm, spring rein da. Los jetzt. Okay. Okay. Einer hat sich... Leute, da war mit einer drinne. Einer hat sich gerettet. Da fällt er. Alles klar.
Ein einziger nur. Ja, ich war nicht diesmal wirklich gut, aber ich finde, 11 Kills geht. Dafür, dass es jetzt die dritte Runde ist, oder die vierte, glaube ich. Die dritte, die ich gerade erst gespielt habe, seit langem mal wieder. Ist das doch gar nicht so schlecht. Ja, also, ich weiß nicht. Sollte ich mir die Private Beta noch vorbestellen? Ich bin mir unschlüssig. Ich will es nicht machen, eigentlich. Am Ende macht es aber wieder Bock, ne? Das ist das Problem. Das ist immer so. Am Ende macht COD das Neue am Anfang immer wieder Bock. Bis dann irgendwas kommt, was richtig kacke ist und wo dann das Spiel keinen Spaß mehr macht. Auch wenn das bei Black Ops 2 zum Beispiel nicht der Fall war. Das Spiel macht immer noch Spaß. Aber, ja. PS3, Hacker, naja, ist nicht so gut. Ah, für die Zar. Weil man für eine Waffe, die ich persönlich mag. Auch wenn ich die Tarnung hier nicht mehr weglege. Da unten ist sie. Ja, muss man mögen. Gut, dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Titanfall 2. Kommt ja diese Woche noch eine, sind ja 4 Folgen. Haut rein und ciao.